Gucken wir uns davon kein Konzept. Deshalb kam so lange nichts. Hoffe trotzdem, dass euch das Video gefällt. Nö. Kein Konzept legendär und die Kids wollen mehr. Das ist heute schon lange. Sollen wir uns mal wieder kein Konzept reinziehen? Kein Konzept haben wir uns schon sehr, sehr lange nicht mehr reingezogen. Ich lass mich nicht hin. Oh nein. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal lieber ein anderes Video an. Wenn ich Worte finden müsste für kein Konzept. Ja, 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 kein Konzept. Ich lass mich nicht warten auf das Karma. Außer Strobe, der hat. Ach, ist auch egal. Scheiße, Junge! Fuck! Kenn ich nicht? Ja, du bist ja auch 11, Digga. Da warst du wahrscheinlich noch nicht mehr geboren, als der Film rausgekommen ist. Wir gucken, wann der Film rausgekommen ist. Die Maske. Ich wurde da selber noch nicht geboren. Dieses Hops, 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 das wird safe in irgendeinem Meme-Videos demnächst auch verbaut. Wenn jemand komplett genommen wurde und dann wird diese Stelle abgespielt. Wer ist denn das? Ich sehe den so oft in Highlights, aber ich weiß nicht, wer das ist. Wer ist denn das? Ach, das ist dieser Gigant. Oder Gigant, Gigant. Ich mute mich an kurz und lese die ganzen Subs vor. Ja. Perfekt, ich bin Fullmute. Ich schwör's euch, Leute, wenn auch... Digga. Auch nur einer von euch davon einen Clip macht, dann. In dem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Video. Hau rein, Bruder! Feier ich. Hab ich gefeiert. Sowas feier ich. Feier ich. Geiles Video, wirklich. Kommt jetzt hin. Stunt. In 3, 2, 1. Honey mag Warzone spielen. Bruder, okay. Ich bin. Okay. Discord, 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 Discord. Hallo? Bist du da? Bist du da? Ja, gut. Hey! Nein! Och Mann, nein! Och Mann! Och, jetzt ist mein Headset auch noch kein. Ja! Weißt du, man muss auch mal. Digga. Manchmal denke ich mir, und das ist Twitch Deutschland, Digga. Mal zeigen, ungeschminkt, weißt du die Wahrheit, ne? Sagt ja gestern zu mir. Manchmal. Denke ich denn daran, dass du minderjährig bist, wenn du ungeschminkt bist? Heute ist ein guter Tag. Gleich nochmal Toss, Achtung. Wieso, was kommt denn da gleich nochmal? Okay, wait. Noch. Du brauchst schnell nix. Oh! Findet ihr es genauso komisch, wenn ihr, angenommen, ihr liegt mit eurer Mom im Bett, okay? Ihr kuscht mit eurer Mom, mäßig. Digga, jetzt weiß ich auch, warum er so aussieht, wie er aussieht, Digga. Bro, my man, Digga. Seid ihr eher immer der kleine Löffel oder der große Löffel? Jetzt mach ich die Box mal, ob clever nicht. Oh, dich, Bruder. Hä, wieso hat er den denn einfach angefahren, Mann? Das war ja völlig random, Digga. WTF? Preview. Ach so, okay, verstehe. Wir kommen aus einer anderen Zeit, aber wir gehen voreingenommen rein bei Nini. Okay, das hat sich ein bisschen komisch angehört. Ja, Bruder, ein Versprecher kann doch mal, Digga, was los? Mein Lieber. Mein Lieber. Also, ich habe irgendwas gedrückt auf mein Telefon und auf einmal habe ich irgendwelche Subs, weil vorhin waren weg. Subs. Weißt was noch, ist das? Weißt du noch, wie du es gemacht hast? Also könntest du jetzt rein theoretisch diesen Vorgang... Ja, warte mal, ich bin von Pornhub auf... Nein, ja. Ich wollte dir eigentlich was ganz anderes sagen. Unter Freunden wollte ich dir das sagen. Ja. Ich war gerade bei Honeypoo und ich hab da auch... Das ist auch so ein Trauerspiel, Digga. War das nicht gut? Digga. War das nicht gut? Nee. Ich dachte so vielleicht Dinger. Als wäre jemand auf eine Katze getreten. Ich sag euch ehrlich, Sascha, das ist so ein guter Digga. Wir haben gestern so einen schönen Tag gehabt, Mann. Gestern zusammen Casino, dies, das. Dann waren wir noch bei Burger King. Ja, Digga.
Es war einfach so, Bruder, Sascha ist ein richtiger Bruder. Und der verhält sich auch wie ein echter Bruder, weißt du? Das ist wirklich, Digga. Nico konnte leider nicht. Das war wirklich, Diggi, ein sehr, sehr brüderlicher Tag gestern. Und als ich dann im Bett lag, er noch hochkomme, ist mir ein gelutscht hat, Digga, boah, Bruder, wie er diesen Einsatz, heftig. Man denkt das gar nicht bei seinen spröden Lippen, aber Bruder, es hat sich so maschallah angefühlt, Digga. Wer bist du? Ich hatte das letztens. Letztens, ich stand am McDonald's, da kam so eine Frau und hat rumgeschrien. Er weiß nicht. Oh, jetzt hab ich übelst viel gespuckt. Hast du nicht gesagt, du bist aber auch Hans. Also, Dankeschön fürs Lecken. Ah, darf man nicht. Ja, gut. Oh, sorry. Vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Vielleicht war es auch ein Fake. Das wurde schon, da wurde gesagt, dass Knossi bei Schlag den Star ist. Das wurde schon 100 Mal vorher gesagt. Hat er selber schon gesagt, Lul. Und auch nicht wirklich gemeint, dieses Euphoria, Europia. Digga, was ist das? Wer hat sich das ausgedacht? Ich guck da heute Morgen rein, aber Digga, da machen die Mädels da Morgensport. Was haben die ganzen Leute gemacht? Ich habe nicht verstanden, was Knossi da gemacht hat. Ich habe gar nicht verstanden, was Redi da gemacht hat. Was soll? Also, mach mit. Never ever, Bruder. Also man muss auch nicht jeden Scheiß mitnehmen. Der hat seine Aufmerksamkeit für eine Sekunde bekommen. Seine Mutter bekommt aber 2 Minuten Aufmerksamkeit in Form von meinem Arschloch. Jalla. Gut. Bruder. Das Wort aber, das ist aber völlig aus dem Zusammenhang. Und auch wirklich gut zensiert an der Stelle. Digga, hat er das. Digga, das. 2 Minuten Aufmerksamkeit in Form von meinem Arschloch. Jalla. Goodbye. Sex Talk mit Emilia und Lea. Geh mit deiner Hand lieber mal zu Rea. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt. Check die Klicks, ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles. Gut, gut.